Ein Eigenbrötler aus den einsamen Wäldern Neuenglands. Rächt auf blutige Weise den Tod seines geliebten Hundes, der von Jägern erschossen wurde. Mit der kalten Ruhe eines erstklassigen Scharfschützen eliminiert er all jene, die als Tatverdächtige in sein Visier kommen. Jared Donovans Roman Winter in Maine, 2008 von der Zeitung The Guardian zum Buch des Jahres gekürt, ist kein Plädoyer für Selbstjustiz. Es erzählt in einer Art Poesie der Stille, was passiert, wenn ein Mensch aus seiner Verankerung gerissen wird. Thomas Blockhaus hat den Roman des irischen Autors als Hörspiel bearbeitet und inszeniert. Von Leuten wie mir muss man sich fernhalten. Dann kann einem nichts passieren. Ich habe keine logischen Argumente, keine Ausrede, keine Träume, die mich zum Handeln getrieben oder einen anderen Menschen in mir hervorgezaubert haben. Jeder Augenblick der letzten paar Tage, alles, was ich getan oder unterlassen habe, ist ganz allein mein Werk. Hauptsache, mein Freund. Ich habe ihn geliebt. Das ist alles. Ich muss weg von hier. Keine Zeit mehr. Weg von der Hütte und allem, was mein Vater gekannt hat. Weg. Julius, warum hast du die beiden übrig gebliebenen Kugeln im Magazin gelassen? Nur für den Fall, dass ich ihm hier im Wald begegne und er mich ansieht oder irgendwas zu sagen hat. Guter Junge. Winter in Maine von Jared Donovan, aus dem Englischen von Thomas Gunkel. Hörspielbearbeitung und Regie Thomas Blockhaus. Musik Bernd Keul. Hops. Hops, komm her. Es war ein kalter Nachmittag Ende Oktober. Hops! Ich saß in meiner Hütte auf dem Stuhl neben dem Holzofen und las. Der metallische Knall, der durch den Wald gehallt war, schien ganz aus der Nähe zu kommen. Falls das tatsächlich die Kugel war, die ihn tötete. Jetzt komm schon her, Hops! Komm her! Wenn ich mit ihm unterwegs war, hatte ich oft erlebt, dass er losstürzte und einem großen Hirsch hinterherjagte, den er unmöglich fangen konnte. Beeil dich, Hobbs, es wird gleich dunkel. Was hätte er getan, wenn er ihn wirklich eingeholt hätte? Jedenfalls war er immer vor mir zu Hause und wartete schon mit wedelndem Schwanz und ausgedörrter Kehle. Hobbs, es reicht jetzt? Na gut, dann eben nicht. Um 5:04 kam ich zurück auf die Lichtung vor der Hütte. Ich sah ihn im Blumenbeet liegen, blutüberströmt, Hops! Kaum noch atmend. Seine Augen waren geöffnet und er hob Mensch. Den Kopf, als er mich hörte. Mensch, Hops! Er hatte Unmengen an Blut verloren. Hops! Der kleine Kerl sah mich Hops, an mein Guter. Und ich hielt seinen Kopf, dann legte er ihn auf meinen Arm und hörte auf zu atmen. Eine verdammte Schrotflinte! Cymbeline, gestorben. Als ich noch klein war, hat mir mein Vater von einem Mann namens William Shakespeare erzählt, der sich tausende von Wörtern ausgedacht habe. Im Rahmen meiner Erziehung ließ er mich mit seinem Füller Listen mit Shakespeares Wörtern erstellen. Jeden Tag ein paar neue, mein Sohn. Gestorben. Und wenn sich diese Wörter mit dem Geruch der Tinte in meinem Kopf festsetzten und ich sie im Alltag benutzte, freute sich mein Vater im Stillen und lächelte breit hinter seinem Buch hervor, während am Ofen seine Socken trocknete. Macbeth, geleitet. Ich hatte zweite Galgenstrick. So vergrößerte ich meinen Wortschatz jede Woche um ca. 20 elisabethanische Wörter, die den langen Weg aus dem 16. Jahrhundert zurückgelegt hatten, um in meinem Mund und meiner Hand zu liegen, wenn ich sie buchstabierte. Blut durchsiebt, meint voller Blut. Bestoben, voller Schmutz. Erloschen heißt tot. Und Galgenstrick ist ein hinterhältiger Bursche. Geleit ist ein Begleiter.
was ihn ausmachte. Seinen Spaziergängen, seinen Verschnaufpausen, der Gewohnheit zu fressen, sobald er Hunger hatte, den Sternen, die er manchmal betrachtete, dem ersten Tag in meiner Hütte, dem ersten Mal, dass er Schnee sah und jeder Sekunde seiner Freundschaft. All das nimmst du mit in die Stille. Ich schaufelte die ganze Welt auf meinen Freund und spürte ihr Gewicht, als läge ich bei ihm dort im Dunkeln. Als ich wieder in der Hütte war, spürte ich zum ersten Mal, dass er mir fehlte. Mensch, Hobbs. Ein erwachsener Mann sitzt im Dunkeln und bläst Trübsal. Und das alles wegen einem bisschen Blei und einem Hund. Mit der Trauer kroch noch etwas anderes zur Tür herein. Es musste aus dem Wald hereingeweht sein. Es war ein Gefühl oder ein Schämen, der sich nicht ignorieren ließ, sich aber auch nicht vorstellte, sondern von Zimmer zu Zimmer streifte, mit den Möbeln und Vorhängen raschelte und dann mit verschränkten Armen wieder ins Wohnzimmer kam, als wollte er sagen: Und? Was ist? Reiß dich zusammen, Junge! In der Scheune wickelte ich das Gewehr aus der Lederhülle. Ich kontrollierte den Lauf, reinigte die Patronenkammer und prüfte die Abzugsvorrichtung. Aus einem Wandschrank nahm ich eine Tüte 5-Schuss-Magazine mit 303er-Patronen. Mit einem Stück Brot in der Tasche und heißem Tee im Flachmann brach ich auf in den Wald. An einem Riemen über meiner Schulter das Lee Enfield Gewehr Modell 14 aus dem Ersten Weltkrieg, das mein Großvater meinem Vater vererbt hatte. Fast 2 Stunden musste ich warten, bis ein großer Pickup mit einem enormen Geweih am Kühlergrill auftauchte. Der Mann, der ausstieg, war Anfang 30. Er schulterte sein Gewehr, kletterte 5 Meter zum Hochsitz hinauf und dort lehnte er sich zurück und trank einen Schluck aus seiner Flasche. Das Gewehr schräg auf dem Schoß. Dem Anschein nach eine Winchester. Zweifellos eine gute Waffe. Psst. Natürlich nicht zu vergleichen mit der Enfield deines Großvaters. Sei ruhig jetzt. Ich legte das Gewehr an die Schulter und schoss. Ja. Die Kugel traf ihn in die Halsfalten. Er griff danach, als wäre es ein Insekt, drehte sich mit weit aufgerissenen Augen halb um und fragte sich, was passiert war. Das war kein tödlicher Schuss. Noch nicht. Dann stürzte der Riese doch noch von seinem Hochsitz. Ich zeigte ihm eine Zeichnung, die ich von Hobbs gemacht hatte. Hast du diesen Hund erschossen? Erschossen. Du bist blutdurchsiebt. Was? Du bist bestohlen. Der Galgenstrick ist erloschen. 1917 hat Großvater seinen letzten Menschen erschossen. Danach war er nicht mehr imstande, sein Ziel zu treffen. Immer zu hoch. Oder daneben. Am letzten Kriegstag, dem 11. November 1918, saß er mit seinen Freunden da und zählte die Minuten bis zum Beginn des Waffenstillstands um 11 Uhr. Währenddessen verließ ein britischer Soldat seinen Posten und näherte sich bei einem Aufklärungseinsatz den deutschen Linien. Seine Freunde riefen ihn zurück. Die Deutschen bedeuteten ihm, umzukehren und zu warten. Doch er hörte nicht auf sie. Also erschossen sie ihn. Eine Minute später war der Krieg zu Ende. Und alle krochen aus ihren Löchern und schüttelten sich die Hände. Mein Großvater tauschte sein Springfield-Gewehr, das in letzter Zeit so oft daneben geschossen hatte, gegen die Lee Enfield Modell 14 des toten britischen Scharfschützen ein. Und so kam er Anfang 1919 mit einem Gewehr nach Maine zurück, das er nie benutzt hatte. Und mit dem 28 Männer erschossen worden waren. Und obwohl er es in gutem Zustand hielt, schoss er auch nach dem Krieg.
Kein einziges Mal damit. Nach Großvaters Tod gehörte das Gewehr meinem Vater. Aber auch er schoss nicht damit. Ich war 12. Es ist so schwer. Ich kann nicht mehr. Du warst der Erste seit 1918, der mit diesem Gewehr schoss. Und du hattest Mühe, es auch nur gerade zu halten, denn es wog über 4 Kilo. Als ich durch das Visier blickte, sah ich statt der leuchtenden Wälder von Maine 600 Meter entfernt auf der anderen Seite eines schlammigen Schlachtfelds Schemen in grauen Uniformen. Die Gespenster von Männern, die längst tot waren. In einem Gewehr befinden sich bloß Kugeln, mein Junge. Ein Gewehr schießt auf eine Blechbüchse oder einen Präsidenten und ist weder besser noch schlechter als die Leute, die es benutzen. Hey! Kann ich Ihnen helfen? Oh, hallo. Ich war in der Gegend. Ich weiß nicht, anscheinend habe ich mich verlaufen. Sieht so aus, ja? Mein Wagen, der steht irgendwo ziemlich weit weg. Ich wollte nur ein bisschen spazieren gehen. Vor 4 Jahren hatte ich Claire kennengelernt. Oh, Sie haben Blumen gepflanzt. Stimmt. Wildrosen. Die leisten mir hier draußen Gesellschaft. Herrlich haben Sie es hier. Ja. Besonders im Frühling. Warum kommen Sie nicht rein? Trinken eine Tasse Tee? Tee? Ach so, ja. Ja, sehr gern. In den Sommermonaten arbeitete ich als Landschaftsgärtner und manchmal in einer Autowerkstatt. Mit beiden Jobs verdiente ich so viel Geld, dass es reichte, um den Winter zu überstehen. Ich hatte mich weder richtig niedergelassen, noch war ich weggegangen. Und ich wusste, dass ich mehr für meinen Kopf hätte tun sollen. Ich lebe seit 51 Jahren in einer Hütte. Seit 51 Jahren. Ich saß im Wald und wartete, ohne dem Hirsch auf dem Feld Beachtung zu schenken. Der Mann, der schließlich auftauchte, schien aus den Bäumen hervorzutreten. So leise bewegte er sich. Letztlich verrieten ihn seine Stiefel. Ich hörte das leise Quietschen und dann sah ich ihn. Er wirkte begeistert von dem großen Tier, hob die Flinte und zielte. Und im selben Augenblick trat ich aus meiner Deckung. Die Kugel steckte zwischen seinen Schulterblättern, 30 Zentimeter unterhalb des Nackens. Hast du meinen Hund erschossen? Den hier. Hast du meinen Hund erschossen? Hm? Bist du ein Hundemörder? Mann, es war wie ein Messer an meinem Hals. Aber als ich mich umdrehte und hinter mir in einem Baumstamm den Einschlag hörte, war es doch kein Messer. Ein Pfeil? Ein silbrig glänzender Carbonpfeil. Julius? Kannst du bitte deinen dicken Mantel ausziehen? Warum? Weil du Besuch hast. Du bist nicht alleine. Na und? Und der kratzt. Und mir ist jetzt auch langsam warm genug. Ja, ja. Okay. Oh. Du siehst aus wie eine Strohpuppe. Eine blonde Vogelscheuche mit blauen Augen, deren Füße über die Matratze ragen. Ich bin 1,89. Julius, du bist der schönste Mann, der mir je begegnet ist. Klingt seltsam. Aus dem Mund einer Frau, die jeden Mann haben könnte. Und du hast eine seltsame Art, Komplimente zu machen. Komm her.
Der zweite Mann hatte eine Armbrust und würde nicht nochmal denselben Fehler begehen. Lois. Redlich, komm. Ich hoffte, beim Anblick eines Laufs, der in seine Richtung zeigte, würde der Mann sich bewegen. Doch er bewegte sich nicht, sondern atmete. Und ich sah das Atemwölkchen. War ein guter Schuss. Hätt's mich fast erwischt. Aber du hast auf die schmalste Stelle meines Körpers gezielt. Erloschen, Armbrustjäger. Du hinterhältiger Scheißkerl! Jetzt gehst du zu weit. Ihr kommt, um im Wald zu schießen. Jetzt hat der Wald zurückgeschossen. Du sagst nie, was du empfindest. Aber überall in dir spüre ich Zuneigung. Vielleicht ist das alles, was zählt, meinst du nicht auch? Wenn sich Einsamkeit messen ließ, dann vermutlich anhand des Glücks, das ich bei ihrem Anblick empfand. Deine Eltern? Fehlen sie dir? Beide schon lange tot. Was passiert? Meine Mutter ist gestorben, als ich durch ihren Körper glitt, um meine ersten Atemzüge zu machen. Ich habe sie durch meine Geburt umgebracht. Du hast sie nicht umgebracht. Und sie ist nicht tot. Nicht in deinen Gedanken. In diesem Sommer hatte Claire die Idee, dass ich mir einen Hund zulegen sollte. Ja, ein Hund. Wenn schon nicht zur Jagd, dann damit du Gesellschaft hast. Ich habe mich nie einsam gefühlt. Ein Mann sollte nicht wie du ganz allein im Wald leben. Also fuhren wir zum städtischen Tierheim nach Fort Kent und retteten ein kleines, geflecktes Kerlchen vor dem sicheren Tod. Er hatte die Schnauze und Brust eines Pitbulls. Größtenteils Terrier. Hobbs. Als wir wieder in der Hütte waren, nannten wir ihn Hobbs, nach einem Philosophen, dem ersten Namen, auf den unser Blick fiel, als wir aus Geratewohl ein Buch aus dem Regal zogen. Claire hatte sofort. Im zweiten Sommermonat kam Claire zweimal pro Woche vorbei. Manchmal auch schon, wenn ich noch in Fort Kent arbeitete. Und abends haben wir aus Pappbechern Wein getrunken, den sie aus dem Supermarkt mitgebracht hat. Mir gefiel, wie ich mich auf der Heimfahrt freute, mit ihr zusammen zu sein. Mir gefiel die Vorfreude auf ihren Duft, auf ihre Berührung, die mich erzittern ließ. Das Glücksgefühl, wenn ich ihren Pickup auf der Lichtung stehen sah. Des Sommers ist sie dann nicht mehr gekommen. Sie hat mich verlassen. Einfach so. Die Menschen haben ihre Gründe. Und wenn man sie danach fragen muss, ist das schon eine Frage zu viel. Am dritten Tag nach Hobbs Tod fuhr ich in den Ort zum Einkaufen. Hallo. Hallo? Ihr Haar sah anders aus, lockiger. Glatt hatte es mir besser gefallen, passte besser zu ihrem Knochenbau. Julius, es tut mir so leid. Was denn? Alles. Julius nimmt dich in Acht. Wovor denn? Ich weiß nicht. Ich muss oft an dich denken, so allein da oben. Ist bloß ein Gefühl. Wie geht's, Hobbs? Gut. Du weißt, dass ich diesen Hund gern hab. Ich weiß, ja. Es geht ihm gut. Hallo, Schatz. Hallo. Er trug eine Polizeiuniform und hakte sich bei ihr ein, ohne mich anzusehen. Geh mir. Schon spät. Denk dran, dass wir heute Gäste haben. Troy, das ist Julius. Ich streckte die Hand aus, aber er führte Claire bereits weg. Bloß nicht, das ist der Kerl. Mit dem hast du zusammen? Was hast du dir dabei gedacht? Als Claire mich verlassen hatte, galt meine ganze Liebe dem Hund. Er hat mich immer begrüßt, wenn ich nach Hause kam. Er wusste, wenn etwas nicht in Ordnung war. Er roch, wenn ich krank war.
Dann legte er seine Schnauze auf die entsprechende Stelle und blieb bei mir, bis ich wieder gesund war. Man zeige mir einen Menschen, der sowas tut. In der dritten Nacht nach Hobbs Tod begann der Winter in Maine. Ich lag im Bett und konnte nicht schlafen. Ich hörte Geräusche. War das etwa Hobbs, der an der Tür kratzte? War er zum Leben erwacht und hatte sich aus dem Blumenbeet gebuddelt? Vielleicht schleichen aber auch Männer im Dunkeln herum. Nichts. In den Mantel gehüllt stand ich am Grab und blickte zur Hütte zurück. Ich warte auf nichts. Und es kommt auch nichts. Eine kalte Eisschicht stahl sich in mein Herz. Ich spürte, wie sie sich ausbreitete und die Herzklappen erstarren ließ, hörte, wie sie sich auf meine Knochen legte und Stille in die spröden Zwischenräume blies, in alles, was zerbrochen war. In diesem Augenblick empfand mein Herz den Frieden der Kälte. Ich ließ meinen Freund los. Hobbs. Und Claire? Wie konnte sie das wissen? Hatte sie etwas mit der Sache zu tun? Hat sie Hobbs umgebracht? Hat sie das? Was? Keine Männer in dieser Nacht. Keine Männer. Es war nur Einbildung, eine Laune des Gehirns, aber am nächsten Tag würden Männer meinetwegen aus diesem Wald kommen. Männer so geschickt und einfallsreich wie die anderen. Oder vielleicht noch besser. Sie werden kommen. Ja, ganz bestimmt. Die Kugel, die Hobbs getötet hat, war durch ihn hindurchgegangen und hatte auch einige von ihnen getötet. Und in dem Loch ist noch Platz genug. Die Kugel ist immer noch in der Luft. Was haben wir also zu erwarten an diesem Freitag, dem 3. November? Weiter anhaltende, zum Teil kräftige Schneeschauer mit starken Bögen nordwestlichem Wind. Ich wusste nicht genau, was der Tag bringen sollte. Warum und zu welchem Zweck ich mit einer Thermoskanne voll Tee, einem Gedichtband mit einer zwischen die Seiten geschobenen Liste und mit einem Gewehr durch die Gegend fuhr. Und als ich einen Mann ganz allein mitten im Nirgendwo stehen sah, einen Mann, der die Arme hob, als wollte er eine Flutwelle aufhalten, wusste ich es noch weniger. Sie sind auf der Suche. Ein Mann, natürlich bewaffnet. Sergeant? Sir, Ihnen ist da oben nichts aufgefallen, oder? Was meinen Sie? Schüsse, verdächtiges Treiben. In der Gegend, wo Sie wohnen. Nichts? Es streifen ziemlich viele Jäger rum, also sind Schüsse im Wald zu hören, ja? Sie haben mein Buch dabei. Ja. Für den Fall, dass mir nach meinen Besorgungen noch ein paar Minuten im Café bleiben. Wovon handelt es? Shakespeare. Die Sonette. Gedichte. Und was ist Ihr Lieblingsgedicht? Sie gefallen mir alle. Kommt ganz drauf an. Worauf? Darauf, was der Tag mit sich bringt. Mir fiel ein, dass er den Wagen durchsuchen könnte und die Enfield und die Zielvorrichtung finden würde, die ich hinter dem Sitz versteckt hatte. Wenn ich Sie auffordern würde, aus dem Fahrzeug zu steigen und sich da vorne hinzustellen, dann könnten Sie mir also nicht ein paar Zeilen aus Ihrem Lieblingsgedicht aufsagen. Meistens könnte ich das. Aber das gilt nicht für alle Tage. Da haben wir es also mit einem belesenen Mann zu tun. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sergeant? Warum war er allein? Ohne Streifenwagen? Warum hier? Wussten die was? Was wissen die? Wenn sie dir auf den Pelz rücken, Junge, dann musst du handeln. Ja, ja. Und zwei verzweifelt auf ein Lebenszeichen hoffende Familien. Was ist in den Northwoods passiert? Wohin sind diese Männer verschwunden? Alle drei sind verheiratet. Zwei der Männer haben kleine Kinder, die jetzt zu Hause auf ihrem Bett.
Warum muss jemand auch auf die Jagd gehen, wenn er zu Hause ein Kind hat? Warum überhaupt jagen? Warum in der Nähe meiner Hütte? Warum einen Hund erschießen oder mit einem Hundemörder verkehren? Ihr hättet vorsichtiger sein sollen. Ich hatte den Lauf der Lee Enfield in eine weiße Decke gehüllt. Damit blieb er warm und das Gewehr war vor dem schneebedeckten Holz des Hochsitzes, auf dem ich saß, nicht zu sehen. Aus demselben Grund warf ich mir einen Zipfel der Decke über, in die ich Augenschlitze geschnitten hatte, um etwas sehen zu können. Und ich brauchte gar nicht lange zu warten. Na, also. Etwa 450 Meter entfernt sah ich, wie eine Gestalt mit geschultertem Gewehr am Waldrand entlang aufs Feld ging. 1914 fanden die Deutschen heraus, dass man am besten auf die Zähne eines Menschen zielt. Der Schuss, wenn er 10 Zentimeter höher oder tiefer trifft, ist immer noch tödlich. Der Mann im Zielfernrohr blieb stehen, drehte sich halb um und fiel auf den Rücken. Du bist geplattert wie die anderen und dein Blut wird entschwemmt. Bert hat mit der Enfield nie einen tödlichen Schuss abgegeben. Die Patrone dreht sich durch den Lauf und fliegt mehr als 800 Meter in der Sekunde. Dad? Sie durchschlägt Knochen, Adern und Muskeln, als wäre es eine weiche Gurke. Manche Deutsche, die wir in Holland aus 100 Metern Entfernung erschossen haben, fanden wir später völlig zerfetzt, weil bei diesen Patronen manchmal ein Großteil des Körpers auseinandergerissen wird. Du meinst, diese Kugel jagt die Leute in die Luft, Dad? Im Grunde genommen tut sie genau das, Julius. Ich hatte das Gewehr vor den jüngsten Ereignissen zweimal abgefeuert. Einmal hatte ich unter Anleitung meines Vaters ein verletztes Huhn erschossen und im darauffolgenden Winter einen Fuchs, der auf die Lichtung gehumpelt kam und anscheinend von einem Bären verwundet worden war. Ich hatte Angst vor dem Rückschlag und dem Geruch der toten, zerfetzten Geschöpf am anderen Ende des Laufs. Julius. Ja? Hi, Claire. Ich hab dich von draußen durch die Scheibe gesehen. Wie geht's? Was machst du, Julius? Wieso? Es ist bloß, dass Troy sagt, ich meine, sie reden davon, wo der Mörder vermutlich zuschlägt, wo er vermutlich wohnt. Mörder? Ja. Sie haben eine Leiche gefunden. Sie haben das Gebiet zwischen Fort Kent und Allegash umkringelt. Und innen drin nochmal den McLean Mountain. Das ist die Gegend, wo du wohnst, Julius. Allerdings, ja. Für Sie auch einen Kaffee, Madame? Vor dem Café hielt ein Streifenwagen. Ich dachte an Hobbs. Dachte, dass es richtig war, wenn der Mensch, der ihm das Leben genommen hatte, selbst tot war. Auch wenn man mir jetzt vor Claires Augen Handschellen anlegen und mich abführen würde. Und ich fragte mich, ob sie mich verraten hatte. Sei bitte vorsichtig, Julius. Ja, ja. Bist du sicher, dass da oben alles in Ordnung ist? Was soll schon sein? Ich bin doch kein Jäger. Draußen kamen ein paar Polizeistiefel aufs Fenster zu und blieben direkt vor der Scheibe stehen. Troy hat heute erwähnt, dass sie sich bei dir in der Gegend umschauen. Ich habe nichts gesagt. Das will ich nicht tun. Weder ihm noch sonst wem. Was solltest du denn sagen? Nichts, nein, ich meine gar nichts, nein. Die Polizeistiefel standen am unteren Rand meines Blickfelds, ihre Spitzen auf das Café gerichtet. Claire hob den Blick und nickte in Richtung Fenster. Mach's gut, Julius. Plötzlich fragte ich mich, ob alles vorbei war. Sie mussten doch mehr als die eine Leiche entdeckt haben, im Wald, nah bei der Hütte. Und jetzt wartete dieser Troy vor der Tür, um Julius Winsome, den ehemaligen Gefährten eines Hundes, zu verhaften. Vor langer Zeit gab es noch Männer, die mit dem Gewehr so schnell waren, dass sie auf Schnepfen anlegen und sie vom Himmel schießen konnten. Das waren Schnepfenjäger. Oder Sniper. Genau. Das Wort wehte 1914 über die Schützengräben, in denen dein Großvater gelegen hat und wurde zu der Soldatenbezeichnung Scharfschütze. Ein versteckter Mann,
der immer nur einen einzigen Feind erschoss, der sich zu tarnen wusste und mit der Landschaft verschmolz, egal ob er irgendwo kauerte oder kroch. Die Schnepfe, ein in Sumpfgebieten lebender Wattvogel. Die Männer machten einen schrecklichen Fund. Im Unterholz lag die Leiche ihres Jagdfreundes unter lauter Zweigen begraben, als sollte sie aufbewahrt werden. Es ging offensichtlich um die neue, die Weitschussleiche. Ist er nur wenige Minuten vorher erschossen worden. Gut, aber hatten Sie irgendwas gesehen? Jemanden, der sich mit einem Gewehr entfernte? Und wo war Troy gerade? Durch die Zähne. Sofort tot. Die Erwähnung dieses Punktes kam mir gefühllos vor. Was, wenn seine Familie zuhörte? Ja, mit einer Art Gefechtsmunition. Ausgesprochen brutal. Entsetzlich. Gibt es Hinweise auf den Täter? Ja, es könnte sein, dass ein Serienmörder, ein Heckenschütze, ihn und um Fort Kent am Werk ist. Wie mir vorhin versichert wurde, hat die Polizei eine heiße Spur, die sie intensiv verfolgt. Danke, Sergeant. Man hatte sie gebeten, das zu sagen, um den Täter aufzuscheuchen. Was ist los mit der Polizei? Warum schnappen die sich den Kerl nicht einfach? Oder erschießen ihn auf der Flucht? Ich blickte nach draußen. Der wirbelnde, verwaschene Nebel und erneuter Schneefall, aber kein Troy, keine Polizei. Sie warteten außer Sichtweite. Oder sie warteten überhaupt nicht. Sinnlos, wie ein Opfer zu denken. Und wenn sie da waren, in Ordnung. Zeit, nach Hause zu fahren. Ich ließ das Licht aus und zündete kein Feuer an. Für den Fall, dass die Polizei unterwegs war, um die Hütte zu umstellen oder sich schon mit gezogenen Waffen im Wald befand. Eine ganze Weile stand ich im kalten Dunkel der Hütte und sammelte meine Gedanken. Jetzt friere ich genauso wie du da draußen, Hobbs. In der Finsternis sah ich meinen Vater vor dem Feuer sitzen, die Socken zum Ofen gestreckt und ein Buch in der Hand. Was hielt er noch in der Hand? Seine Pfeife. Seine Pfeife. Wo ist die? In den Schützengräben des Ersten Weltkriegs war der Mann, der sich als erster eine Zigarette anzündete, am wenigsten gefährdet, weil dieser Funke erst Aufmerksamkeit erregte. Ich zündete ein Streichholz an und wartete, ob draußen jemand auf mich zielte und eine Kugel die Scheibe durchschlüge. Der nächste war in größerer Gefahr, weil der Scharfschütze das Licht ins Fadenkreuz nahm. Aber der dritte in der Gruppe, der sich eine Zigarette anzündete, war ein toter Mann. Mit dem brennenden Streichholz suchte ich im Wandschrank, bis ich die Holzschachtel mit der englischen Pfeife meines Vaters entdeckte. Niemand schießt auf mich. Ich machte den Ofen an, zog die Stiefel aus, um meine Socken in der Wärme dampfen zu lassen, und paffte die Pfeife. Urplötzlich hatte ich mich in meinen Vater verwandelt. So läuft das anscheinend. Im Feuerschein des Ofens sah ich mir eine weitere Shakespeare-Liste an. Die Zeit des Jahres kannst du an mir sehen, wenn, kaum mit wenig gelbem Laub behangen, die Zweige zittern in der Fröste wehen. Sonett Nummer 73. Lächelnd blickte mein sterbender Vater mich an. Ein solches Dämmerlicht stelle ich dir vor, wie wenn die Sonne sank, im Westen bleichet. Allmählich hüllt's die Nacht in trüben Flor, in Todesschein, der alles Leben scheuchet. Zwei Schützen. Weniger als 2 Kilometer entfernt. Ich wurde von den Schüssen geweckt. Etwas in mir wurde wieder aufgewühlt. Dieser tief verankerte Trieb, der die Oberhand über mich gewann. Er war noch da. Plötzlich befürchtete ich, an einem Punkt angelangt zu sein, wo das Leben mir alles Nötige beigebracht hatte.
Ab jetzt würde sich alles nur noch im Kreis drehen. Immer wieder dasselbe. Jedes Mal schwerer zu ertragen. Das Leben von Julius Winston. Tag ein, Tag aus. Früher oder später musste ich mich um diese Gewehre kümmern. Ich ignorierte sie so gut ich konnte. Doch die Schüsse hörten nicht auf. Die beiden verschossen so viel Munition wie eine ganze Kompanie. Es ist Neuschnee gefallen, könnt ihr nicht einfach verschwinden! Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt! Ihr werdet schon sehen. Der Mann feuerte auf einen Hirsch. Hätte er sich leise verhalten, wäre ich im nächsten Augenblick über ihn gestolpert oder, falls er auf mich gewartet hätte, tot gewesen. Als ich zielen wollte, sah ich, wie der Mann in panischer Angst seine Waffe auf mich richtete. Plötzlich brannte meine linke Schulter wie Feuer. Schieße niemals überhastet. Julius, niemals! Die Kugel bohrte sich in seinen Kopf und er stürzte wie Karotten aus einer gerissenen Tüte. Längst tot, als er auf den Boden aufkam. Es war gut, dass ich mich nicht vom Fleck rührte, denn ein Pickup kam zwischen den Bäumen hindurch auf mich zugerast. Aus dem Fahrerfenster ragte eine Vorderschaft-Repetierflinte, die beim ersten Schuss jede Menge Schrotkugeln verspritzte. Verdammt! Der Fahrer lenkte den Wagen mit den Knien. Er war 6-7 Sekunden von mir entfernt und ich schätzte die Flugbahn, hob das Gewehr und zielte auf eine Stelle, die einen Meter von der vorderen Ecke des Wagens entfernt war. Kopfschuss! Rühr dich nicht, Julius. Warte noch. Sein Kopf wurde nach links geschleudert und er starrte aus dem Fenster, während der Pickup gegen einen Baum stieß, den er mit durchdrehenden Reifen zu erklimmen versuchte. Noch drei Schuss. Ich ehre deinen Heiligen Geist und auch den des Erstlings deines Freundes, aber ich musste dich erledigen. Es heißt, dass man die Kugel sieht, die einen tötet. Sie kam von hinter dem Pickup, flog durchs Fahrerfenster und an seinem Gesicht vorbei, streifte meine rechte Schläfe und peitschte die jungen Bäume hinter mir. Ein dritter Mann. Auch gut. Ohne meine weiße Decke hätte er mich erwischt. Ich glaubte, 200 Meter entfernt ein Gesicht zu sehen, warf mich sofort auf den Boden und begrub meinen Kopf unter der Decke. Allerdings durfte ich mich drunter nicht bewegen. Ich wusste, wenn ich aufblickte, würde ich mich mit meinem rosigen Gesicht vom Schnee abheben und sterben. Nach einer Weile schob ich mich die ersten paar Zentimeter zurück und wartete. Kein Schuss. Ich bewegte mich wieder ein paar Zentimeter, diesmal nach rechts, auf den Pickup zu. Kein Schuss. Auf 200 Meter Entfernung kann das Auge nicht ausmachen, wenn sich etwas um wenige Zentimeter bewegt. Eine halbe Stunde lang schob ich mich auf diese Art weiter. Alle 10 Sekunden eine Bewegung. Eine Überlebensstrategie aus dem Ersten Weltkrieg. Wenn man von einem Scharfschützen bedroht war. Das hat ein Großvater mir erzählt. Als ich die sich drehenden Reifen des Pickups an meinem Ohr spürte, wusste ich, dass ich in Sicherheit war. Der Wagen befand sich jetzt zwischen mir und dem Schützen. Dein erster Fehler. Jetzt weiß ich, wo du bist. Durch die Augenschlitze meiner weißen Decke konnte ich ihn sehen. Jetzt hab ich dich. Wenn man bäuchlings im Schnee liegt, ragen die Stiefel ungefähr 5 cm höher als der Kopf. Und seine Stiefel waren schwarz. Wenn du zwischen die Stiefel zielst und dann noch ein bisschen tiefer, triffst du genau in den Kopf. Drei Kugeln. Also gut. Irgendwie spürte er es. Er blickte sich um und sah in meine Richtung. Mann! Was ist denn? Ich erkannte ihn. Dad? Julius, ein Scharfschütze in der Schlacht wartet 3 Stunden lang reglos auf den Augenblick, in dem er auf jemanden anlegt, der zurückschießt oder ihm die Artillerie auf den Hals hetzt, wenn er nicht trifft. Diese Leute da draußen, die schießen auf etwas, von dem sie genau wissen, wo es hinläuft und dass es nicht zurückschießt.
Da muss man sich keine Sorgen machen, wenn man seinen Standort verrät oder das Mündungsfeuer und der vom Lauf aufsteigende Rauch zu sehen sind. Warum machen die Leute das? Manche Menschen müssen offenbar anderen Geschöpfen Schmerzen zufügen, um selbst weniger Schmerzen zu haben. Denk noch nicht mal dran. Los, das Gewehr weg. Weg, komm. Du bist es. Ich hab's doch gewusst. Hast dein Wissen aber nicht genutzt. Ich zielte genau zwischen seine Augen. Dann reden wir also doch noch miteinander. Mich erschießen, das ist was anderes. Tatsächlich? Ich habe nur eine Frage. Hast du meinen Hund erschossen? Er wurde hier in der Gegend erschossen, ganz nah an meinem Haus. Nein, geht's hier bloß um einen Hund? Sind das deine letzten Worte in dieser Sache? Nein, 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 nein. Ich habe keinen Hund erschossen. Ich weiß nicht. Netter Versuch. Er tastete an seiner Jacke herum, konnte aber keine Kugel, kein Loch, kein Blut entdecken. Du hast dich eingenässt, Troy. Was? Geh rüber und schalt für deinen Freund den Motor aus. Wir gehen jetzt nach Hause. Wir gingen unter dem aufgehenden Mond durch den schwach glänzenden Schnee zur Hütte. Zwei Männer und ihre Schritte. Und einer drückte dem anderen ein Gewehr in den Rücken. Die älteste Machtbekundung der Welt. Das war eine ziemliche Wirrung im Wald. Ich verstehe nicht. Ich meinte Unruhe im Wald. Du und deine Zerstreuung von Galloglas. Was für ein Glas? Deine zerstreuten Fußtruppen da hinten. Du hast wohl geglaubt, ich würde mich wie ein Gauch verhalten, als der Wagen durch den Wald auf mich zurast. Hast du gedacht, ich würde weglaufen und du könntest mich erschießen? So war es geplant. Du warst also der Flanker. Was? Und der erste Mann? Was ist ein Gauch? Ein Narr. Und der erste Mann? Der wusste nicht, dass wir dir eine Falle stellen. Ich habe ihm gesagt, er kann so viele Hirsche schießen, wie er will, weil ich das Gesetz vertrete. Er war der Köder. Ja, ich befand mich auf der Flanke. Ja, siehst du, wenn du zuhörst, verstehst du auch. Stell dich da drüben hin, neben das Blumenbeet. Ist das ein Grab? Und jetzt sag mir, dass du den Hund nicht erschossen hast. Ich hatte nichts damit zu tun. Sag's nochmal. Ich hab den Hund nicht erschossen. Er kam auf dem Pfad auf mich zugelaufen. Aber er hat mich nur angebellt. Wie meinst du das, dass er bloß gebellt hat? Beantworte meine Frage! Es war ein anderes Mal. Vor über einem Jahr. Ich kam in den Wald, um zu sehen, wo du wohnst. Warum das? Es ging mir auf die Nerven, dass Claire von dir sprach. Ich musste mir selbst ein Bild machen, um zu wissen, mit wem ich es zu tun hatte. Du hast gesagt, er hätte gebellt. Ja, er hat bloß gebellt. Warum sollte jemand einen bellenden Hund erschießen? Ich senkte das Gewehr. Hobbs hatte also sein Revier verteidigt. Oder dieser Mann hatte auf dem Rückweg genug Zeit gehabt, sich das Ganze auszudenken. Du hast schon eine hübsche Anzahl Leute erschossen. Stimmt's? Das heißt, Männer mit Waffen können tun, was sie wollen. Daran habe ich mich gehalten. Dann gibst du es also zu. Hier und jetzt. Du bist wütend, weil ich dir Claire ausgespannt habe. Das ist es. Darum geht's bei der ganzen Sache. Stimmt's? Und nicht um den verdammten Hund. Wenn das so wäre, wenn du der Mann wärst, unter dessen Einfluss ich stehe, dann wärst du auch derjenige, dessen Tod alles beenden würde. Wenn ich eifersüchtig bin, dann kann ich dem jetzt abhelfen. Er spürte, dass der Moment gekommen war und erstarrte in Erwartung des Schusses. Claire! Was ist mit Claire? Ich werde ihr fehlen. Was hat Claire mit dir und mir zu tun? Das spielt sich nur in deinem Kopf ab. Was wird aus ihr? Ihren Gefühlen? Was soll sie machen? Sie wird leben. Und wie? Ich kann Claire eine Familie bieten. Kinder. Ein gemeinsames Leben. Ja. Ich weiß. Mach's dir doch nicht so schwer.
Stell dich der Polizei, Julius. Was hat sie überhaupt in dir gesehen? Das musst du Claire fragen. Sie hat sich dich ausgesucht. Hatte Troy Hobbs erschossen? Ich stand mit der Enfield da und zielte auf seinen Bauch. Sag mir, dass sie glücklich ist. Ob sie glücklich ist? Ich glaube schon. Dann ist es gut. Das ist gut. Du musst dich jetzt auf den Weg machen. Du wirst mich umbringen. Ich gab keine Antwort, aber es stimmte. Ich hatte hin und her überlegt. Er war der Täter. Jetzt hatte ich ihn. Du wirst mich erschießen. Ich hab gesagt, du sollst gehen. Wie oft muss man dir das sagen? Ja. Reg dich nicht auf. Ja. Ich gehe ja schon. Ich war es Claire schuldig. Ich liebte sie immer noch. Ich gehe jetzt. Ich musste dem plötzlichen Drang, ihn gehen zu lassen, rasch nachgeben, bevor ein stärkerer Drang zurückkehrte, bevor mein Blick über das Blumenbeet schweifte, wo Hobbs in seinem Grab lag, stumm im Tod, der uns alle erwartet. Dann war er weg, verschwunden mit meiner letzten Umarmung für Claire, dieser Mann, der sie mir weggenommen und dessen Leben sie gerade gerettet hatte. Bei diesen Wetterverhältnissen sind sie in frühestens 5 Stunden hier. Und er wird mitkommen, um seine Würde wiederherzustellen. Das ist in Ordnung, Julius. Ja, Dad, das ist in Ordnung. Ja. Ich lehnte das Gewehr an die Veranda und ging in die Hütte. Zuerst schob ich Holzscheite in den Ofen, um das Feuer in Gang zu bringen, und machte Tee. Dann trug ich den Gartenstuhl von seinem Platz vor dem Ofen auf die Lichtung hinaus und stellte ihn genau zwischen die Veranda und das Blumenbeet. Als ich wieder in die Hütte ging, legte ich eine Schallplatte auf und drehte die Lautstärke so weit auf, bis ich wusste, dass ich die Musik draußen hören würde. Winter's Tale. Bewaffnet mit einem Shakespeare-Band, dem Mantel und den Handschuhen, aus denen die Finger hervorschauten, setzte ich mich draußen auf den Stuhl, trank Tee und Sherry abwechselnd und betrachtete die Sterne. Jetzt wirst du nicht mehr lange warten müssen. A sad tale's best for winter. I have one of sprites and goblins. Claire? Ein traurig Märchen passt für den Winter. Und ich weiß von Geistern und Hexen eins. Ja, ich weiß. Nicht mehr lange, mein Sohn. Ich hatte das Gefühl, frei in einer Zeit zu schweben, die nicht mir gehörte, die ich mir nicht ausgesucht hatte, in die ich durch ein Versehen oder einen Fehler hineingestürzt und in der ich aufgewachsen war. Vielleicht hätte ich von meinem Stuhl aufstehen und mich in die richtige Zeit wehen lassen können. Zurück in eine Zeit, in der ich atmen konnte, in der mein Warten richtig war. An einen Ort voller Leben, mit Wein und warmen Wiesen unter Kirchturmglocken. Hobbs? Ich hatte keine logischen Argumente. Keine Ausrede, keine Träume, die mich zum Handeln getrieben oder einen anderen Menschen in mir hervorgezaubert hatten. Jeder Augenblick der letzten paar Tage, alles, was ich getan oder unterlassen hatte, war ganz allein mein Werk. Hobbs war mein Freund. Ich habe ihn geliebt, das ist alles. Weg von hier. Keine Zeit mehr.
weg von der Hütte und allem, was mein Vater gekannt hat. Weg. Von Leuten wie mir muss man sich fernhalten. Dann kann einem nichts passieren. Julius, warum hast du die beiden übrig gebliebenen Kugeln im Magazin gelassen? Nur für den Fall, dass ich ihm hier im Wald begegne und er mich ansieht oder irgendwas zu sagen hat. Unter Junge. Wenn ich die Asphaltstraße erreiche, halte ich mich abseits. Dann bin ich im Morgengrauen in der Stadt. Sonntag früh ist auf dem Polizeirevier nur ein einziger Mann. Und irgendwo wird sich vielleicht eine Tasse heißer Tee finden. All das sehe ich deutlich vor mir, während ich mit der Enfield den Weg entlang gehe. Dann reden wir eine Weile. Und dann kommen ein paar andere Polizisten dazu. Und dann nehmen sie meine Personalien auf. Ich sehe die blühenden Blumen, meinen lebenden Vater und Hobbs vor mir und halte das Bild fest. Ich blicke mich noch einmal um, aber die frisch beschneiten Bäume haben sich zusammengedrängt und die Hütte ist nicht mehr zu sehen. Winter in Maine von Gerard Donovan. Aus dem Englischen von Thomas Gunkel. Hörspielbearbeitung Thomas Blockhaus. Es sprachen Julius Winsome, Udo Wachtfeifel, Vater Ulrich Voss und Stefan Grossmann, Claire Bettina Engelhardt, Troy Thomas Leubel. In weiteren Rollen Jennifer Frank, Jakob Göss, Oliver Krietsch-Matsura, Jochen Langner und Caroline Schreiber. Musik Bernd Keul. Technische Realisation Brigitte Angerhausen und Barbara Göbel. Regieassistenz Peter Simon. Regie Thomas Blockhaus. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Isabel Platthaus. Essen, sobald er Hunger hatte, den Sternen, die er manchmal betrachtete, dem ersten Tag in meiner Hütte, dem ersten Mal, dass er Schnee sah und jeder Sekunde seiner Freundschaft. All das nimmst du mit in die Stille. Ich schaufelte die ganze Welt auf meinen Freund und spürte ihr Gewicht, als läge ich bei ihm dort im Dunkeln. Als ich wieder in der Hütte war, spürte ich zum ersten Mal, dass er mir fehlte. Mensch, Hobbs. Ein erwachsener Mann sitzt im Dunkeln und bläst Trübsal. Und das alles wegen einem bisschen Blei und einem Hund. Mit der Trauer kroch noch etwas anderes zur Tür herein. Es musste aus dem Wald hereingeweht sein. Es war ein Gefühl oder ein Schämen, der sich nicht ignorieren ließ, sich aber auch nicht vorstellte, sondern von Zimmer zu Zimmer streifte, mit den Möbeln und Vorhängen raschelte und dann mit verschränkten Armen wieder ins Wohnzimmer kam, als wollte er sagen: Und? Was ist? Reiß dich zusammen, Junge! In der Scheune wickelte ich das Gewehr aus der Lederhülle. Ich kontrollierte den Lauf, reinigte die Patronenkammer und prüfte die Abzugsvorrichtung. Aus einem Wandschrank nahm ich eine Tüte 5-Schuss-Magazine mit 303er-Patronen. Mit einem Stück Brot in der Tasche und heißem Tee im Flachmann brach ich auf in den Wald. An einem Riemen über meiner Schulter das Lee-Enfield-Gewehr Modell 14 aus dem Ersten Weltkrieg, das mein Großvater meinem Vater vererbt hatte. Fast 2 Stunden musste ich warten, bis ein großer Pickup mit einem enormen Geweih am Kühlergrill auftauchte. Der Mann, der ausstieg, war Anfang 30. Er schulterte sein Gewehr, kletterte 5 Meter zum Hochsitz hinauf und dort lehnte er sich zurück und trank einen Schluck aus seiner Flasche.
das Gewehr schräg auf dem Schoß. Dem Anschein nach eine Winchester. Zweifellos eine gute Waffe. Natürlich nicht zu vergleichen mit der Enfield, deines Großvaters. Sei ruhig jetzt. Ich legte das Gewehr an die Schulter und schoss. Ja. Die Kugel traf ihn in die Halsfalten. Er griff danach, als wäre es ein Insekt, drehte sich mit weit aufgerissenen Augen halb um und fragte sich, was passiert war. Das war kein tödlicher Schuss. Noch nicht. Dann stürzte der Riese doch noch von seinem Hochsitz. Ich zeigte ihm eine Zeichnung, die ich von Hobbs gemacht hatte. Hast du diesen Hund erschossen? Erschossen. Du bist blutdurchsiebt. Was? Du bist bestohlen. Der Galgenstrick ist erloschen. 1917 hat Großvater seinen letzten Menschen erschossen. Danach war er nicht mehr imstande, sein Ziel zu treffen. Immer zu hoch. Oder daneben. Am letzten Kriegstag, dem 11. November 1918, saß er mit seinen Freunden da und zählte die Minuten bis zum Beginn des Waffenstillstands um 11 Uhr. Währenddessen verließ ein britischer Soldat seinen Posten und näherte sich bei einem Aufklärungseinsatz den deutschen Linien. Seine Freunde riefen ihn zurück. Die Deutschen bedeuteten ihm, umzukehren und zu warten. Doch er hörte nicht auf sie. Also erschossen sie ihn. Eine Minute später war der Krieg zu Ende. Und alle krochen aus ihren Löchern und schüttelten sich die Hände. Mein Großvater tauschte sein Springfield-Gewehr, das in letzter Zeit so oft daneben geschossen hatte, gegen die Lee Enfield Modell 14 des toten britischen Scharfschützen ein. Und so kam er Anfang 1919 mit einem Gewehr nach Maine zurück, das er nie benutzt hatte. Und mit dem 28 Männer erschossen worden waren. Und obwohl er es in gutem Zustand hielt, schoss er auch nach dem Krieg kein einziges Mal damit. Nach Großvaters Tod gehörte das Gewehr meinem Vater, aber auch er schoss nicht damit. Ich war 12. Es ist so schwer. Ich kann nicht mehr. Du warst der Erste seit 1918. Sondern atmete. Und ich sah das Atemwölkchen. War ein guter Schuss. Hättest mich fast erwischt. Aber du hast auf die schmalste Stelle meines Körpers gezielt. Erloschen, Armbrustjäger. Du hinterhältiger Scheißkerl! Jetzt gehst du zu weit. Ihr kommt, um im Wald zu schießen. Jetzt hat der Wald zurückgeschossen. Du sagst nie, was du empfindest. Aber überall in dir spüre ich Zuneigung. Vielleicht ist das alles, was zählt, meinst du nicht auch? Wenn sich Einsamkeit messen ließ, dann vermutlich anhand des Glücks, das ich bei ihrem Anblick empfand. Deine Eltern, fehlen sie dir? Beide schon lange tot. Was passiert? Meine Mutter ist gestorben, als ich durch ihren Körper glitt, um meine ersten Atemzüge zu machen. Ich habe sie durch meine Geburt umgebracht. Du hast sie nicht umgebracht. Und sie ist nicht tot. Nicht in deinen Gedanken. In diesem Sommer hatte Claire die Idee, dass ich mir einen Hund zulegen sollte. Ja, ein Hund. Wenn schon nicht zur Jagd, dann damit du Gesellschaft hast. Ich habe mich nie einsam gefühlt. Ein Mann sollte nicht wie du ganz allein im Wald leben. Also fuhren wir zum städtischen Tierheim nach Fort Kent und retteten ein kleines, geflecktes Kerlchen vor dem sicheren Tod. Er hatte die Schnauze und Brust eines Pitbulls.
größtenteils Terrier. Hobbs. Als wir wieder in der Hütte waren, nannten wir ihn Hobbs, nach einem Philosophen, dem ersten Namen, auf den unser Blick fiel, als wir aufs Geratewohl ein Buch aus dem Regal zogen. Claire hat er sofort gemacht. Im zweiten Sommermonat kam Claire zweimal pro Woche vorbei. Manchmal auch schon, wenn ich noch in Fort Kent arbeitete. Und abends haben wir aus Pappbechern Wein getrunken, den sie aus dem Supermarkt mitgebracht hat. Mir gefiel, wie ich mich auf der Heimfahrt freute, mit ihr zusammen zu sein. Mir gefiel die Vorfreude auf ihren Duft, auf ihre Berührung, die mich erzittern ließ. Das Glücksgefühl, wenn ich ihren Pickup auf der Lichtung stehen sah. Gegen Ende des Sommers ist sie dann nicht mehr gekommen. Sie hat mich verlassen. Einfach so. Die Menschen haben ihre Gründe. Und wenn man sie dann erfragen muss, ist das schon eine Frage zu viel. Am dritten Tag nach Hobbs Tod fuhr ich in den Ort zum Einkaufen. Hallo. Hallo? Ihr Haar sah anders aus, lockiger. Glatt hatte es mir besser gefallen, passte besser zu ihrem Knochenbau. Julius, es tut mir so leid. Was denn? Alles. Julius nimmt dich in Acht. Wovor denn? Ich weiß nicht. Ich muss oft an dich denken, so allein da oben. Ist bloß ein Gefühl. Wie geht's, Hobbs? Gut. Du weißt, dass ich diesen Hund gern hab. Ich weiß, ja. Es geht ihm gut. Hallo, Schatz. Hallo. Er trug eine Polizeiuniform und hakte sich bei ihr ein, ohne mich anzusehen. Geh mir. Schon spät. Denk dran, dass wir heute Gäste haben. Troy, das ist Julius. Ich streckte die Hand aus, aber er führte Claire bereits weg. Bloß nicht, das ist der Kerl. Mit dem hast du zusammen? Troy, die Klappe. Was hast du dir dabei gedacht? Hey. Als Claire mich verlassen hatte, galt meine ganze Liebe dem Hund. Er hat mich immer begrüßt, wenn ich nach Hause kam. Er wusste, wenn etwas nicht in Ordnung war. Er roch, wenn ich krank war. Dann legte er seine Schnauze auf die entsprechende Stelle und blieb bei mir, bis ich wieder gesund war. Und zeige mir einen Menschen, der sowas tut. In der dritten Nacht nach Hobbs Tod begann der Winter in Maine. Ich lag im Bett und konnte nicht schlafen. Ich hörte Geräusche. Ein Eigenbrötler aus den einsamen Wäldern Neuenglands rächt auf blutige Weise den Tod seines geliebten Hundes, der von Jägern erschossen wurde. Mit der kalten Ruhe eines erstklassigen Scharfschützen eliminiert er all jene, die als Tatverdächtige in sein Visier kommen. Jared Donovans Roman Winter in Maine, 2008 von der Zeitung The Guardian zum Buch des Jahres gekürt, ist kein Plädoyer für Selbstjustiz. Es erzählt in einer Art Poesie der Stille, was passiert, wenn ein Mensch aus seiner Verankerung gerissen wird. Thomas Blockhaus hat den Roman des irischen Autors als Hörspiel bearbeitet und inszeniert. Leuten wie mir muss man sich fernhalten. Dann kann einem nichts passieren. Ich habe keine logischen Argumente, keine Ausrede, keine Träume, die mich zum Handeln getrieben oder einen anderen Menschen in mir hervorgezaubert haben. Jeder Augenblick der letzten paar Tage, alles, was ich getan oder unterlassen habe, ist ganz allein mein Werk. Ob so, mein Freund. Ich habe ihn geliebt. Das ist alles. Ich muss weg von hier. Keine Zeit mehr. Weg von der Hütte und allem, was mein Vater gekannt hat. Weg. Julius, warum hast du die beiden übrig gebliebenen Kugeln im Magazin gelassen? Nur für den Fall, dass ich ihm hier im Wald begegne und er mich ansieht oder irgendwas zu sagen hat. Guter Junge. Winter in Maine. Von Gerald Donovan. Aus dem Englischen von Thomas Gunkel. Hörspielbearbeitung und Regie Thomas Blockhaus. Musik Bernd Keul.
Hobbs? Hobbs, komm her. Es war ein kalter Nachmittag Ende Oktober. Hobbs! Ich saß in meiner Hütte auf dem Stuhl neben dem Holzofen und las. Der metallische Knall, der durch den Wald gehallt war, schien ganz aus der Nähe zu kommen. Falls das tatsächlich die Kugel war, die ihn tötete. Jetzt komm schon her, Hobbs! Komm her! Wenn ich mit ihm unterwegs war, hatte ich oft erlebt, dass er losstürzte und einem großen Hirsch hinterherjagte, den er unmöglich fangen konnte. Beeil dich, Hobbs, es wird gleich dunkel. Was hätte er getan, wenn er ihn wirklich eingeholt hätte? Jedenfalls war er immer vor mir zu Hause und wartete schon mit wedelndem Schwanz und ausgedörrter Kehle. Hobbs, es reicht jetzt? Na gut, dann eben nicht. Um 5.04 Uhr kam ich zurück auf die Lichtung vor der Hütte. Ich sah ihn im Blumenbeet liegen, blutüberströmt, Hobbs! Kaum noch atmend. Seine Augen waren geöffnet und er hob Mensch. Den Kopf, als er mich hörte. Mensch, Hobbs! Er hatte Unmengen an Blut verloren. Hobbs! Der kleine Kerl sah mich Hobbs, an mein Guter. Und ich hielt seinen Kopf, dann legte er ihn auf meinen Arm und hörte auf zu atmen. Eine verdammte Schrotflinte! Als ich noch klein war, hat mir mein Vater von einem Mann namens William Shakespeare erzählt, der sich tausende von Wörtern ausgedacht habe. Im Rahmen meiner Erziehung ließ er mich mit seinem Füller Listen mit Shakespeares Wörtern erstellen. Jeden Tag ein paar neue, mein Sohn. Der Sturm. Und wenn sich diese Wörter mit dem Geruch der Tinte in meinem Kopf festsetzten und ich sie im Alltag benutzte, freute sich mein Vater im Stillen und lächelte breit hinter seinem Buch hervor, während am Ofen seine Socken trocknete. Macbeth, Geleit. Welcher der zweite Galgenstrick? So vergrößerte ich meinen Wortschatz jede Woche um ca. 20 elisabethanische Wörter, die den langen Weg aus dem 16. Jahrhundert zurückgelegt hatten, um in meinem Mund und meiner Hand zu liegen, wenn ich sie buchstabierte. Blut durchsiebt, meint voller Blut, bestoben, voller Schmutz. Erloschen heißt tot. Und Galgenstrick ist ein hinterhältiger Bursche. Geleit ist ein Begleiter. Ich begrub ihn mit allem, was ihn ausmachte. Seinen Spaziergängen, seinen Verschnaufpausen, der Gewohnheit zu War das etwa Hobbs, der an der Tür kratzte? War er zum Leben erwacht und hatte sich aus dem Blumenbeet gebuddelt? Vielleicht schleichen aber auch Männer im Dunkeln herum. Nichts. In den Mantel gehüllt stand ich am Grab und blickte zur Hütte zurück. Ich warte auf nichts. Und es kommt auch nichts. Eine kalte Eisschicht stahl sich in mein Herz. Ich spürte, wie sie sich ausbreitete und die Herzklappen erstarren ließ, hörte, wie sie sich auf meine Knochen legte und Stille in die spröden Zwischenräume blies, in alles, was zerbrochen war. In diesem Augenblick empfand mein Herz den Frieden der Kälte. Ich ließ meinen Freund los. Hobbs. Und Claire? Wie konnte sie das wissen? Hatte sie etwas mit der Sache zu tun? Hat sie Hobbs umgebracht? Hat sie das? Was? Keine Männer in dieser Nacht. Keine Männer. Es war nur Einbildung, eine Laune des Gehirns, aber am nächsten Tag würden Männer meinetwegen aus diesem Wald kommen. Männer so geschickt und einfallsreich wie die anderen. Oder vielleicht noch besser. Sie werden kommen. Ja, ganz bestimmt. Die Kugel, die Hobbs getötet hat, war durch ihn hindurchgegangen. Und hatte auch einige von ihnen getötet. Und in dem Loch ist noch Platz genug. Die Kugel ist immer noch in der Luft. Was haben
haben wir also zu erwarten an diesem Freitag, dem 3. November? Weiter anhaltende, zum Teil kräftige Schneeschauer mit starken Bögen nordwestlichem Wind. Ich wusste nicht genau, was der Tag bringen sollte. Warum und zu welchem Zweck ich mit einer Thermoskanne voll Tee, einem Gedichtband mit einer zwischen die Seiten geschobenen Liste und mit einem Gewehr durch die Gegend fuhr. Und als ich einen Mann ganz allein mitten im Nirgendwo stehen sah, einen Mann, der die Arme hob, als wollte er eine Flutwelle aufhalten, wusste ich es noch weniger. Sie sind auf der Suche. Ein Mann, natürlich bewaffnet. Sergeant? Sir, Ihnen ist da oben nichts aufgefallen, oder? Was meinen Sie? Schüsse, verdächtiges Treiben. In der Gegend, wo Sie wohnen. Nichts? Es streifen ziemlich viele Jäger rum, also sind Schüsse im Wald zu hören, ja? Sie haben mein Buch dabei. Ja. Für den Fall, dass mir nach meinen Besorgungen noch ein paar Minuten im Café bleiben. Wovon handelt es? Shakespeare, die Sonette. Gedichte. Und was ist Ihr Lieblingsgedicht? Sie gefallen mir alle. Kommt ganz drauf an. Worauf? Darauf, was der Tag mit sich bringt. Mir fiel ein, dass er den Wagen durchsuchen könnte und die Enfield und die Zielvorrichtung finden würde, die ich hinter dem Sitz versteckt hatte. Wenn ich Sie auffordern würde, aus dem Fahrzeug zu steigen und sich da vorne hinzustellen, dann könnten Sie mir also nicht ein paar Zeilen aus Ihrem Lieblingsgedicht aufsagen. Meistens könnte ich das. Aber das gilt nicht für alle Tage. Da haben wir es also mit einem belesenen Mann zu tun. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sergeant? Warum war er allein? Ohne Streifenwagen? Warum hier? Wussten die was? Was wissen die? Wenn sie dir auf den Pelz rücken, Junge, dann musst du handeln. Ja, ja. Drei vermisste Jäger und zwei verzweifelt auf ein Lebenszeichen hoffende Familien. Was ist in den Northwoods passiert? Wohin sind diese Männer verschwunden? Alle drei sind verheiratet. Zwei der Männer haben kleine Kinder, die jetzt zu Hause auf ihren Decken. Warum muss jemand auch auf die Jagd gehen, wenn er zu Hause ein Kind hat? Warum überhaupt jagen? Warum in der Nähe meiner Hütte? Warum einen Hund erschießen oder mit einem Hundemörder verkehren? Ihr hättet vorsichtiger sein sollen. Ich hatte den Lauf der Lee Enfield in eine weiße Decke gehüllt. Damit blieb er warm und das Gewehr war vor dem schneebedeckten Holz des Hochsitzes, auf dem ich saß, nicht zu sehen. Aus demselben Grund warf ich mir einen Zipfel der Decke über, in die ich Augenschlitze geschnitten hatte, um etwas sehen zu können. Und ich brauchte gar nicht lange zu warten. Na, wer mit diesem Gewehr schoss? Und du hattest Mühe, es auch nur gerade zu halten? Denn es wog über 4 Kilo. Als ich durch das Visier blickte, sah ich statt der leuchtenden Wälder von Maine 600 Meter entfernt auf der anderen Seite eines schlammigen Schlachtfelds Schemen in grauen Uniformen. Die Gespenster von Männern, die längst tot waren. In einem Gewehr befinden sich bloß Kugeln, mein Junge. Ein Gewehr schießt auf eine Blechbüchse oder einen Präsidenten und ist weder besser noch schlechter als die Leute, die es benutzen. Hey! Kann ich Ihnen helfen? Oh, hallo. Ich war in der Gegend. Ich weiß nicht, anscheinend habe ich mich verlaufen. Sieht so aus, ja? Mein Wagen, der steht irgendwo ziemlich weit weg. Ich wollte nur ein bisschen spazieren gehen. Vor 4 Jahren hatte ich Claire kennengelernt. Oh, Sie haben Blumen gepflanzt. Stimmt. Wildrosen. Die leisten mir hier draußen Gesellschaft. Herrlich haben Sie es hier. Ja. Besonders im Frühling. Warum kommen Sie nicht rein? Trinken eine Tasse Tee? Tee? Ach so, ja. Ja, sehr gern. Ja. 51 Jahre
in diese Hütte. 51 Jahre. In den Sommermonaten arbeitete ich als Landschaftsgärtner und manchmal in einer Autowerkstatt. Mit beiden Jobs verdiente ich so viel Geld, dass es reichte, um den Winter zu überstehen. Ich hatte mich weder richtig niedergelassen, noch war ich weggegangen. Und ich wusste, dass ich mehr für meinen Kopf hätte tun sollen. Ich lebe seit 51 Jahren in einer Hütte. Seit 51 Jahren. Ich saß im Wald und wartete, ohne dem Hirsch auf dem Feld Beachtung zu schenken. Der Mann, der schließlich auftauchte, schien aus den Bäumen hervorzutreten. So leise bewegte er sich. Letztlich verrieten ihn seine Stiefel. Ich hörte das leise Quietschen und dann sah ich ihn. Er wirkte begeistert von dem großen Tier, hob die Flinte und zielte. Und im selben Augenblick trat ich aus meiner Deckung. Die Kugel steckte zwischen seinen Schulterblättern, 30 Zentimeter unterhalb des Nackens. Hast du meinen Hund erschossen? Den hier. Hast du meinen Hund erschossen? Hm? Bist du ein Hundemörder? Mann. Es war wie ein Messer an meinem Hals. Aber als ich mich umdrehte und hinter mir in einem Baumstamm den Einschlag hörte, war es doch kein Messer. Ein Pfeil? Ein silbrig glänzender Carbonpfeil. Julius? Kannst du bitte deinen dicken Mantel ausziehen? Warum? Weil du Besuch hast. Du bist nicht alleine. Na und? Und der kratzt. Und mir ist jetzt auch langsam warm genug. Ja, ja. Okay. Okay. Oh. Du siehst aus wie eine Strohpuppe. Eine blonde Vogelscheuche mit blauen Augen, deren Füße über die Matratze ragen. Ich bin 1,89. Julius, du bist der schönste Mann, der mir je begegnet ist. Klingt seltsam. Aus dem Mund einer Frau, die jeden Mann haben könnte. Und du hast eine seltsame Art, Komplimente zu machen. Komm her. Der zweite Mann hatte eine Armbrust und würde nicht nochmal denselben Fehler begehen. Na los. Rühr dich, komm. Ich hoffte, beim Anblick eines Laufs, der in seine Richtung zeigte, würde der Mann sich bewegen. Doch er bewegte sich nicht.